Wir melden uns heute mit einem Tipps fürs Wochenende Spezial, denn am Freitag, dem 14. Juli, findet die Sommernacht der Kulturen statt. Über 60 Künstler treten an 45 Orten in der Neustädter Innenstadt auf. Und auch private Hinterhöfe und Gärten öffnen ihre Pforten und sind teilweise zum ersten Mal für die Öffentlichkeit erlebbar. Ab 18 Uhr können Sie von Geschäft zu Geschäft ziehen, um Ausstellungen, Lesungen oder Live-Musik zu sehen. Moin Moin, ich bin Christina Kolbe vom Reporter und ich stehe jetzt hier mit Susanne Bimberg, der Vorsitzenden vom Gewerbeverein. Frau Bimberg, worauf dürfen wir uns denn bei Ihnen im Buchstaben freuen? Oh, bei uns werden zwei Gruppen auftreten. Einmal die Trommelgruppe Snowblack und der Chor Vocalimone. Die werden sich so ein bisschen abwechseln. Es ist ja immer so gedacht, dass 20 Minuten eine Gruppe auftritt und dann Wechsel ist, damit auch die Besucher ständig hier durch Neustadt laufen können und sich unterschiedliche Veranstaltungen angucken können. Sie sind ja auch Mitorganisatorin der Veranstaltung. Ich finde, 45 Stellen, die mitmachen, das ist eine wahnsinnige Resonanz. Was sagen Sie dazu? Ja, wir waren total begeistert, als wir angefangen haben, wieder diese Veranstaltung zu organisieren, haben sich sofort so viele gemeldet, sowohl Künstler als auch Orte, wo wir was stattfinden lassen können. Und das war natürlich wirklich wieder für uns ein Highlight, dass wir so viel Zuspruch bekommen. Und was kostet mich als Besucher das Ganze? Also die Veranstaltung ist kostenfrei, aber wir freuen uns natürlich, wenn die Besucher sich vielleicht auch ein Fähnchen besorgen. Das Fähnchen kostet 2 €, ist hier bei mir im Buchstaben am Markt, beim Reporter. Und hier, morgen wird hier auch ein kleiner Infostand stehen und da ist er auch zu bekommen. Die Künstler sind so nett und treten ohne Gage auf. Und auch die Orte sagen natürlich ganz klar, wir stellen unsere Räumlichkeiten umsonst zur Verfügung. Wunderbar, dann weiß ich jetzt auch, was ich zu tun habe. Wir gehen jetzt noch mal weiter, ziehen ein bisschen durch die Stadt und schauen, was hier alles so los ist und wer so mitmacht. Die Gruppe A Cappella For You wird im Schuhgeschäft Glöckner in der Kremper Straße zu sehen sein. Von 18 bis 22 Uhr wird hier Musik gespielt. Dazu gibt es ein Gläschen Sekt und was zu knabbern. Bei Celine Damenmoden in der Brückstraße wird es richtig kreativ. Die Malerin Wiebke Meier wird vor Ort sein und ihr Können zeigen. Und nebenher darf natürlich fleißig geshoppt werden. Jetzt gibt's schon die ersten Stücke der Herbstkollektion, aber natürlich auch das ein oder andere Schnäppchen im Sommerschlussverkauf. Auch hier unten am Wasser gibt es viel zu sehen. Bei EM Scheel zum Beispiel lädt die Gruppe Suitcase zu einer musikalischen Reise ein. Natürlich haben sich die ansässigen Gastronomen auch kulinarisch auf die Sommernacht der Kulturen eingestellt und werden zahlreiche Leckereien bereithalten. Das Finale bildet eine gigantische Licht- und Wassershow. Unter dem Motto Flames of Water geht es um 22:45 am Neustädter Hafen los. Alles zum Nachlesen gibt es wie immer auf www.der-reporter.de oder auf den Seiten 10 bis 14 im aktuellen Reporter. Ich hoffe, wir sehen uns am Freitag hier in Neustadt bei der Sommernacht der Kulturen. Ich bin Christina Kolbe, das war der Reporter. Wir haben Ostholstein im Blick.